Ich bin Arriergarde, ich bin der Verspätete. Das haben die Zöllner gesagt, als ich 2002 im Februar mit meinen Puppen durch die Grenze nach Berlin gefahren war. Denn die Zöllner haben dann meine riesige Puppe gesehen und all dieses Kram. Und dann haben die gesagt: Okay, du kannst rein, wenn du uns versprichst, dass du das alles wieder zurücknimmst. Und dann auch die Gestaltung von dieser Wohnung. Ja. Das war auch, habe ich extrem billig gekriegt. Und zu dieser Zeit, ich habe keine Aufenthaltsgenehmigung, keine Arbeitserlaubnis, keinen Job, keine Arbeit, keine Bankkonto, keine Mietergeschichte, keine reichen Eltern, die Eltern waren schon gestorben. Also normalerweise unmöglich, um eine Wohnung zu mieten. Ja, am Anfang war das nur einzige Spülmittel aus Amerika, das einfachste, billigste, aber nur dort, 90er Jahre. Und ich musste jemanden haben, der mir das aus Amerika ein paar Flaschen per Luftpost verschickt. Ich habe seit 2007 meine eigene Seife, Profi-Seife, die war vergleichbar zu amerikanischer. Das ist meine siebte oder achte Rezeptur jetzt. Deswegen es lohnt sich nicht zu patentieren. Bald kommt eine neue. Diese Pulver macht die Seifenblasen selbstheilend. Das heißt, die schließen sich von alleine. Diese Substanz garantiert Erfolg bei jedem Kind. Und das ist absolut das Allerwichtigste, dass der Spielzeug funktioniert. Es muss funktionieren. Der Kind muss imstande sein, eine riesige Monsterblase alleine zu schaffen. Ich habe es richtig gelitten, früher, dass die super Seife war nie erreichbar für mich. Bei mir hat sich diese ganze Rezeptor wie ein Gedicht oder eine Symphonie gebaut. Die Ideen sind zu mir gekommen. Also erstmal war ein Gedanke. Und was konnte diese Substanz bewirken? Und was wäre, wenn man noch das versucht? Also man braucht Glück. Eigentlich ist es nie zu Ende. Das ist schon eine Alchemie. Ich wollte nicht in Berlin sein, aber das Leben, das Universum hat mir hier geschickt. Ich war Obdachlose, ich war ganz am Unten. Ich konnte leben von 80 bis 100 € in dem Monat.
Und zu dieser Zeit, ich suchte einen Raum für Theater, habe ich erfahren über die riesige Keller hier. Aber der Besitzer wollte von mir 500 Euro pro Monat. Ich habe dann geklagt, es geht nicht. Es ist sehr schön, passt mir und so weiter, aber meine Schauspieler brauchen Dusche und Klo. Und das war eine Ausrede, und aus diesem Verhandlung mit Gesicht wegzugehen. Er hat mir wie einen reichen Künstler betrachtet. Aber er wollte mir etwas vermieten. Dann hat er mir zum kaputten Wohnung gebracht. Da sagte er dort, hier kannst du deine Dusche und Toilette bauen. Dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich gerne das vermieten für Puppenatelier. Und über Keller reden wir später. Er hat mir dann sofort Vertrag gemacht für 178 Euro pro Monat als Gewerberaum. Und dann die Gestaltung von dieser Wohnung. Das war auch ein fantastisches Abenteuer, wo ich auf Polnisch es machen konnte, also ohne Genehmigung, ohne Baupläne. Bei den Deutschen, die erste Frage ist, ist es erlaubt? Oft meine Schüler, die Seifenblasen lernen, fragen, darf ich dann im Park Seifenblasen machen? Dieses Raum wäre dann ungenutzt. Ich werde dann weiter Obdachloser in Berlin sein. Aber das alles war hier vorhanden. Die Baumaterialien in jedem Container auf der Straße. Obwohl ich bin kein Fachmann, kein gelernter Tischler. Ich denke, das ist wie beim Zweijährigen so. Viele Überlegungen und Proben und dann gestaltet es sich. Seifenblasen machen verlangt verschiedene Fähigkeiten. Erstmal Geduld. Du musst Geduld haben, um das zu erlangen. Nicht bei mir der Wetter, und man sollte eigentlich nicht aufgeben. Zweitens, man muss faul sein. Nur die faulen Leute machen riesige Seifenblasen. Faule Leute, das sind die sind dann ruhig, still. Und diese innere Ruhe ermöglicht die volle Vereinigung mit Wind, mit Seife, mit eigener Bewegung auch. Das ist eine Meditation, und besonders schwer ist dort, diesen Moment zu finden, wo man die Seifenblase schließen kann. Also mit großem Instrument musst du es schließen. Wenn man zu lange wartet, dann geht sie über die Grenzen, wo die zusammenhält und platzt. Letztes Jahr, ein ganzes Jahr, habe ich mich sehr fokussiert auf die zweijährigen Kinder. Das Spiel mit Seifenblasen ist für sie eigentlich verboten. Die sind unberechenbar. Die können die Seife probieren zu trinken, die können sich dann das ins Auge schmieren. Dem kann man nicht die Regeln erklären. Aber wenn man die Sicherheit garantiert, dadurch, dass man dabei ist und immer wachsam und bereit zu agieren, es ist unglaublich, was die Zweijährigen von alleine machen können. Sie sind viel kreativer als Erwachsene. Die entdecken eigentlich eine Welt, die Möglichkeiten, Potenziale. Und die müssen das auch irgendwie machen. Und das ist echt auch bei ganz kleinen Kindern ist erstaunlich, wie kreativ die sind, wie weit sie forschen, wie mutig die sind auch und so. Und das kommt eigentlich schon mit dieser Tendenz, dass der Zweijährige sind absolut überzeugt, dass sie alles alleine schaffen können.
Wir Erwachsene zweifeln viel mehr an unsere Potenz, Möglichkeiten. Und für Zweijährige ist alles machbar. Und eigentlich, das ist nur deswegen, dass die wollen sich trennen und unabhängig machen. Von einer Beziehung, wo mit Mama und Papa, wo das richtig ganz nah ist und klebt zusammen und plötzlich kommt ein Bruch. Und nein, ich will das nicht. Und ich rede besonders jetzt mit den 15-, 16-, 13-Jährigen heftige Diskussionen. Ist eine Seifenblase ein Lebenswesen oder nicht? Die meinten, dass es nicht ist. Und ich meinte, dass die Seifenblase ist ein Lebenswesen. Eine Seifenblase ist eigentlich vom Prinzip sowas wie Planete, wie Erde. Und die Planeten sind Lebenswesen. Eindeutig. Die Sonne ist Lebenswesen und produziert Leben auch weiter. Wir müssen es ganz anders sehen. Wir haben das immer so ganz primitiv reduziert, nur auf uns. Ich finde, das Leben von einer Seifenblase ist ein Tanz. Und wenn die Musik dazu kommt, dann ist es evident. Das zeigt sich. Es war in Amerika, in Nordamerika, war so eine Figur, die heißt Johnny Appleseed. Da war so ein Kerl, der ist durch Amerika gegangen mit Samen von Apfel und hat sie gesehen. Ich bin so ein Johnny Appleseed. Deswegen auch bin richtig die letzte Zeit beschäftigt, um dem anderen zeigen, dass die es auch machen können und dass die selbst, die können das bei mir kaufen, die können es auch alleine machen, die können es weitergeben und weiter zeigen und so weiter. Also eigentlich, ich bin da der dem Deutschen und ein Teil von Europa, ich habe dann die Seifenblasen, die große Seifenblasen gebracht. Ne? Das ist mein Erbe, mein Geschenk an die Menschheit hier. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl. So.
am Anfang die Straße war, um die Lücke im Budget irgendwie zu füllen. Dort war dann 10 Euro Stunde im Hut. Und eigentlich ist auch angenehm, du kannst arbeiten gehen und du weißt, du hast die Minimumlohn von Deutschland, dann kannst du schon dein Essen bezahlt bekommen. Ich hatte nicht diese Idee, ein Produzent zu sein, ein großes Geschäft zu bauen mit Seifenblasen. Trotzdem habe ich es gemacht. Für mich war wichtig, mich beweisen als ein Geschäftsmann, als ein Erfinder, als jemand, der das alles doch schaffen kann. So. Und dann kam richtig viel Geld. Und dann habe ich angefangen zu teilen mit diesem Geld, zu geben. Und habe ich geforscht in mir selbst die Grenzen. Zum Beispiel habe ich mir was Teures und Leckeres zum Essen gekauft. Und plötzlich kam eine Besuch und ich dann, soll ich es teilen jetzt? Oder soll ich warten, bis der Gast geht und dann alleine haben? So. Und dann habe ich mich richtig gezwungen, es zu teilen. Das war richtig jahrelanges Prozess, um diese egoistische Anstellung in mir zu verändern, um bereit zu sein, von Herzen zu geben. Und dann natürlich war ich sofort in Konflikt mit dem ganzen System, besonders mit Staat, mit Finanzamt. Ich sollte eigentlich immer feste Preis notiert und Teil für das Finanzamt an Seite. Und wenn ich jetzt verschenke, dann bin ich Verbrecher. Aber wieso darf ich nicht verschenken? Das habe ich doch produziert, das ist mein Wahl. Und deswegen habe ich es jetzt viermal geschlossen. Die wollten von mir 36.000 haben. Aber solche Gelder hab ich dann nie geschafft. So. Die haben zweimal Gericht vollzogen bei mir und die beiden haben rausgefunden, ich hab's nichts. In diesen 20 Jahren habe ich hier kein Möbel gekauft, habe ich kein Küchengerät gekauft, auch ein Entsäfter. Alles anderes habe ich gefunden. Ich habe immer genug. Und wenn du jetzt eine Arbeit machst, die dich verwirklicht und dann du akzeptierst, dass manchmal ist es mehr, manchmal weniger, oder du fühlst dich nicht arm, deswegen, dass du nicht das neueste Modell von Auto hast oder Drucker oder egal, Klamotten, also Anzug, dann ist es überhaupt nicht Problem. Die Leute kaufen sich wieder, immer wieder neue Sachen, obwohl die alten sind ganz in Ordnung. Und die habe ich sehr gerne genommen. Und so habe ich gelebt, ohne Zukunftsängste. Und eigentlich das Geld ist ein Medium, die mit Zukunftsängsten sehr stark spielt. Und diesen Minimalismus brauchen wir jetzt auch, unbedingt. Wir haben zu viele Bedürfnisse. Wir müssen uns reduzieren, maximal, gleich, sofort. Jetzt als Strafe, der Ordnungsamt, die wollen mir verbieten, die Seifenblasen zu verkaufen und die Seifenblasenshows zu spielen. Ich weiß nicht, was es weiter sein wird. Soll ich dann es weitermachen, wie ich es bis jetzt gemacht habe und dann ins Gefängnis landen als Verbrecher von Seifenblasenkunst? Interessant. Oder sich andere Aktivitäten suchen? Die können mir nicht die Bücher schreiben verbieten oder Shows bauen verbieten. Oder Spielzeug ausdenken. Habe ich nicht erwartet, dass ich zum solchen schweren Moment komme. Aber eigentlich diese Konfrontation ist logisch. Das ist Konsequenz von meinen Lebenswerten und von Lebenswerten von Staat.
Schöner Raum, ne? Das war mein Theater. Hier ist Leinwand. Und man, ich kann spielen auf diesem Leinwand. Es waren mehrere Puppen. Jetzt, jetzt durch Corona ist es Holzwerkstatt, ist auch super, dass es nicht unbenutzt steht. Robert baut die Gitarren hier, wir machen Schamanka, also er baut die verschiedenen Teile. Das ist eigentlich der wichtige Teil von meinem Leben. Das ist auch der Sinn, warum ich bin hier gelandet. Das war die Walpurgisnacht im Mauerpark. Das war 30. April. Meine ersten Schritte in Prenzlauer Berg war ich eingeladen zum Drum Session im Amphitheater im Mauerpark. Wusste nicht überhaupt, was ist Mauerpark. Was ist Prenzlauer Berg, was ist Walpurgisnacht. Und dann habe ich im Amphitheater getrommelt und plötzlich um 11 Uhr war ich mittendrin im Krieg, wo die jungen Leute mit Polizei gekämpft haben. Das war die Tradition, einmal im Jahr sich zu messen. Prenzlauer Berg, ein super Platz, ein Paradies eigentlich, ein so friedvolles Gebiet, keine sozialen Probleme, kein Junkie um die Ecke, kein Gewalt, keine Räuber, keine Schießerei auf die Straßen und einmal im Jahr totales Krieg. Ich war immer mit diesem Horror Gedanken, dass da kommt Zeit, wo einer stirbt. Und wir wollten die Bewusstsein verändern, das eigentlich etwas tun, was die dann zum Reflexion bringt. Und unsere Idee war eine Friedensdemo durch Kids. Mit Transparenten, mit Musik, so. Und dann, was sollen die Sprüche sein? Und dann kam liebet eure Feinde. Und eigentlich diese liebet eure Feinde war sofort für uns unser Spruch, unser Motto, unser Standpunkt. Dann, wir waren nicht gegen Polizei, wir waren nicht gegen die jungen Leute, wir waren gegen die Krawallen. Und wir waren für eine Lösung durch die Liebe. Und das, so haben wir uns genannt. Und hier kommt der Polizeipräsident in Berlin. Und ich habe Recht, als Einziger das Feuer anzumachen. Und treffen mit dem Bürgermeister bei Walpurgisnacht. Die zwei Welten. Dann war das immer auch Feuerkunst. War richtig paar tausend Leuten da immer. Hier sind die Polizisten. Der Hang musste immer für Polizei frei sein. Und Lichter von Stadion. Und das ist hier Tanz unten im Amphitheater. Eigentlich die friedvolle Walpurgisnacht war friedvoll dank den Leuten. Die waren friedvoll. Die sind gekommen, um die Walpurgisnacht friedvoll zu machen. Und in weiterer Geschichte, das war immer komisch, in dieser Gesellschaft hier, so ein Jesus-Spruch, weißt du, für eine Bürgerinitiative. Und noch lustiger war dann grundsätzlich, wir waren unter 10 Leuten immer. Also das war keine riesige Organisation. Es waren nicht viele, die dann mitgemacht haben. Wir waren richtig wenige. Und gab's Momente, wo ich war alleine auch. Diese Liebet eure Feinde,
als eine geistige Praxis, seelische Praxis, wo ich war dann jedes Jahr irgendwie total neu, unvorbereitet und erfahren, wie man einen Feind lieben kann. Dieses Regeln konnte unsere Realität auf der Erde total verändern, konnte uns befreien von Militärkonflikten, konnte uns befreien von Konflikten zwischen Familien, Mitgliedern, Nachbarn und zwischen innere Konflikte, die wir haben. Mein Vater hat in Polen eine Karriere gemacht. Er war Arzt, er war Kommandant, er war dann in dieser kleinen Stadt eine wichtige Figur. Wir haben erste private Fernseher im Staat, wir haben erste private Auto. Ich war wie ein kleiner Prinz da. Naja, das war Leben von Rote Bourgeois da. Aber ich war schon ganz schnell Hippie und diese Wertsystem von meinem Vater nicht übernommen. Das war der heiße Jahr 68 und ich bin dann zu diesem Jahr Student von der Technischen Uni geworden und dann habe ich mein eigenes Theaterchen dort gegründet. Also eigentlich meine Theatergeschichte hat hier angefangen. So. Und das war 81. Die erste Jubiläum von Solidarność, meine Vorstellung, große Arbeit mit 50 Schauspielern, mit Masken und richtig unglaublich viel Publikum, ein paar tausend Leute. Und genau zum gleichen Moment, zum Premiere, ist mein zweiter Sohn geboren. Das war verrückt. Also meine Frau im Hospital und ich da beim Premiere und ich sollte anrufen und erfahren, wie es dann mit dem Geburt und dann habe ich gedacht, nein, ich muss auch erstmal auch meine Baby auf die Welt bringen. So. Und ich konnte dann, weißt du, nicht diese Private konnte das Ganze diese ganze Erlebnis mit Theater kaputt machen eigentlich. Da werde ich dann in eine ganz andere Stimmung und nicht mehr da drin. So. Und hier die tausende Leute, Schauspieler, Premiere, also erstmal Premiere und dann Telefonat und aha, du hast einen zweiten Sohn. Ich habe ein Straßentheaterfestival organisiert, erste internationale in Polen. Und guck mal, das sind jetzt in meinem Dorf, habe ich dann auch die Festival gebracht. Und da sind Nachbarschaftskinder von einer Familie. Guck mal, jedes Gesicht ist anders. Jedes Erlebnis, du siehst hier alle möglichen Emotionen. Die haben dann vergessen, die Apfel zu essen. Und da stehe ich mit meinem Sohn.
Okay. Das ist die einzige Werbekarte, die ist hier geblieben. Für Lichtertanz. Für meine erste Fördergelder hier. So. Und dann habe ich auf der Straße Seifenblasen gemacht und die Leute haben sich immer gesammelt und dann habe ich dem gefragt, ob sie Interesse haben auf ein experimentelles, abstraktes Theater. Und wenn die ja gesagt haben, dann habe ich die Karte gegeben. Das ist wahrscheinlich jetzt auch eine Zeit, um nochmal zurück zu Lichtertanz kommen, auf andere Art und Weise, bei dem neuen Vorstellung, wo sich dann zusammentreffen Erfahrungen von Puppentheater, von Schattentheater und von Lichttheater. Jetzt entstehen die Figuren und Dekor auch. Und das Theater wird neu gewaschen. Die Vorhänge sollen duften und der Staub soll weg. Und Musik und Licht ein. Und das ist, es ist wieder Herbst, kommt Winter. Und es wäre super schön, wieder da ein Theater machen, auch wenn es nicht möglich wäre wegen Corona so mit Publikum, dann werden wir Filme drehen. Liebe Publikum, liebe Kinder, groß und klein,
Herzlich willkommen im einfachsten Theater der Welt. Und ihr seid hier gezwungen, auch eine aktive teilzunehmen. Da ich bin fauler Mann, ich werde nur die Hälfte spielen und ihr spielt die andere Hälfte. Ich habe einen neuen Trick gefunden. Man macht Blase, sie muss sterben. Nein, du kommst und holst sie wieder zu Mama. Ist schön. Ist echt schön. Und andere, sie bleibt doch hängen, aber als Blase. Ne? Ist ja auch sehr interessant. Ich habe auch hier so viele von verschiedenen Figuren. Liebe Kinder, das ist Herr Vogel. Er ist mein größter Gegner. Mein größter Feind eigentlich. Aber hör mal lieber selbst. Liebe Kinder! Vertraue nicht diesem verrückten Mann.
diesen Peter Pan. Er ist absolut falsch da. Er bewegt euch mit Seifenblasen zu spielen. Das ist höchst gefährlich. Einmal, ein Polizist hat versucht, mit einem Finger die Blase kaputt zu malen. Und die Blase hat so stark explodiert, dass sie hat diese Hand weggerissen von dem Polizisten. Und Gott sei Dank, es war da eine Schneiderin. Und die hat diese Hand sofort zusammengenäht und den Polizisten gerettet. Aber bitte, 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 spiele nicht mit diesen gefährlichen Objekten, mit diesen Bomben, mit diesen Kugeln. Das geht nicht. Außerdem, es ist lächerlich. Habt ihr nichts Seriöses zu tun? Hausaufgaben oder Mama beim Abwasch helfen oder Ordnung machen in euren Kinderzimmer. Die Blasen sind dumm. Die sind dumm. Und diese Peter Pan, was ist das für ein Mensch? Hallo, ist er erwachsen? Nein, nein, er ist so wie ihr, ganz klein. Hallo, hallo, hallo. Hey, du, Professor Vogel. Du möchtest die Rechte dem Kinder wegnehmen, ja? Klein zu sein und spielen? Aha. Du willst ihn dann versklaven zum Putzen und Ordnung machen, ja? Oh. Und du, hast du schon mal Seifenblasen mal gemacht? Ich kann dir was zeigen. Guck mal, bist du jetzt infiziert? Auch mit Seifenblase. Aha. Und jetzt, dein Kopf ist größer. Du kannst besser denken, ne? Und du kannst besser sehen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zum Lichtertanz. Ich habe eine experimentale Vorstellung, wo ich bunte Lichtfiguren auf dem Leinwand animieren konnte mit Händen. Ganz abstrakte Wesen. Und diese Abstraktion spricht bei den vielen Leuten zu versteckten Sachen im Unterbewusstsein. Thank you.
eigentlich die Vorstellungen waren dann immer, das waren immer ein alternative Welten, immer mit neue Mittel, eine andere Realität. Und auch sehr oft war dann eigentlich waren nur die kleinen Puppen, diese große Koffer, kleine Puppen und dann eine Weltreise unterwegs. Das ist schwer zu sagen, aber ich schätze es mit circa 500 Leuten, die ich es als Kunst beigebracht habe. So. Und jetzt die Leute haben auf der Straße Geld verdient und es weitergegeben. Dann habe ich plötzlich gesehen, ich bin präsent auf der Bühne durch meine Schüler. Das waren so wahnsinnige Momente, wenn wir jetzt über Familie reden, weißt du, das war genau so, die Liebe habe ich jetzt zurückgekriegt. So. Das ist jeder ist ein kleines Kind. Also ich habe es noch erfahren mit manchen Spielzeugladen Eigentümer. Die sind auch kleine Kinder. Die lieben auch Spielzeug und die leben in dieser Spielzeugwelt und spielen mit diesen Autos, Puppen und so weiter. Also das ist sehr stark mit Kind verbunden. Auch mit dieser Fähigkeit, sich von der Schönheit von Welt zu wundern. Und das als das allergrößte Wert zu erfahren. So. Und deswegen oft die Kinder nennen mir bei Name und die sehen mir wie ein Partner. Nicht wie ein Opa, sondern wie ein Kind. Und deswegen kann ich mich als Peter Pan benehmen oder identifizieren, dann ich pflege in mir dieses Kind. Und wir sind hier in einer mystischen Geschichte eigentlich, wo auf unserer Ebene, wir erfahren es so, aber gab es wahrscheinlich andere Ebenen. Habe ich erfahren, dass beim richtig super großen Blasen, wenn die Blase platzt, bleibt immer eine kleine. Ich habe Fotos von geplatzten Blasen und da ist immer eine kleine geblieben. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn diese kleine platzt? Bleibt da noch eine kleine? Und was ist, wenn die kleine platzt? Und was ist, wenn die andere? Und so weiter. Geht es in Unendlichkeit?